Unsere Welt ist vernetzt wie nie zuvor. Immer wichtiger wird der Austausch zwischen verschiedenen Kulturen zum gegenseitigen Verständnis, zur Sicherung des Friedens und zum wissenschaftlichen Fortschritt. Das Justinuswerk unterstützt seit 1927 die Ausbildung von Akademikern, anfänglich vor allem von Priestern, aus Entwicklungsländern und in Entwicklungsländern selbst. Bedingung dafür ist, dass diese nach ihrer Ausbildung auch in ihrem Herkunftsland arbeiten. Être ou bien vivre ici à Saint-Justin, c'est très important parce que j'ai appris beaucoup de choses, des cultures différentes qui viennent de différents pays, des pays que je connaissais pas avant. Et puis j'ai pu rencontrer des amis aussi venant du monde entier, que ce soit en Afrique, en Europe, en Amérique. Ce qui est très important aussi, qui ouvre aussi l'esprit pour un jeune aussi, pour moi, un jeune aimerait devenir un entrepreneur. Das Werk leistet so einen Beitrag dazu, dass sich ärmere Länder durch einheimische Fachkräfte weiterentwickeln können. Aus Togo kommt etwa Alpha Emira. Sie absolviert ein Hochschulstudium für Krankenpflege in Genf. Sie schätzt nicht nur den betriebsamen Austausch in dieser Stadt, sondern auch die Ruhe ganz im Zentrum des Foyer International d'Étudiants Saint-Justin. When I finish school, sometimes I just like to make like 5 minutes here to think about all I have done in the journey, and I just like the place. In diesem sonst sehr betriebsamen Haus in Genf wohnen 124 junge Erwachsene aus 69 Ländern. Viele studieren Fächer, die für Entwicklungszusammenarbeit wichtig sind. Einige Bewohner sind aber auch nur kurz in dieser Stadt internationaler Vermittlungen, wie etwa der Deutsche Martin Winkler, der hier ein dreimonatiges Praktikum für das Internationale Rote Kreuz macht. Ich habe letztes Wochenende mit einem gesprochen, der kommt aus Zypern und die Insel, wie jeder weiß, ist geteilt zwischen Türkei, türkischen Teil und griechischen Teil. Und der hat hier erzählt mit jemandem, hat geredet in der Küche mit jemandem, ja, die Türken, ja, deren Sprache, die sind hier und da, es ist alles ein bisschen eingeschränkt. Und dann standen andere da und der hat gesagt, übrigens, ich bin aus der Türkei. Und im Endeffekt sind sie die allerbesten Freunde geworden, aber das ist halt nur möglich, wenn man an einem Ort ist, wenn man miteinander redet und wenn man die Möglichkeit hat zum Austausch. Austausch. Carolina Vio bringt dafür ein anschauliches Bild. We have so many people from all over the world in Geneva and we have Saint-Justin, which is a little bit more concentrated in Geneva. Ein Studienjahr für einen ausländischen Studenten kostet jährlich etwa 20.000 Franken. Das ist gut investiertes Geld für zukünftige Spitzenpositionen. Doch nur etwa ein Fünftel davon kosten, was kaum überrascht, Studienplätze in den Entwicklungsländern selbst. Darum engagiert sich das Justinuswerk auch so. 85 Studentinnen und Studenten, die meisten von ihnen in Afrika und Asien, wird ein Stipendium in ihrem eigenen Land ermöglicht, während 41 das Studium in der Schweiz bezahlt wird. Zum Beispiel auch einigen in Zürich, wo insgesamt 38 Studentinnen und 33 Studenten im Justinushaus lernen und leben. When I come back to Nepal, so I will join hospital and work as a researcher. Une fois de retour à mon pays, je compte partager mon savoir acquis ici en Suisse avec des étudiants algériens. Wissen ist wie Leben. Man muss es weitergeben und säen, damit es wachsen kann. Regen kommt von selbst und in Verbindung mit anderem Wissen kann es Frucht bringen. Das ist das Prinzip jeder Universität. Hier in Fribourg wird am Dies Academicus die fruchtbringende Wissenschaft gefeiert. Studentinnen und Studenten sorgen dafür, dass dieser feierliche Tag von mehr lebt als nur vom gesprochenen Wort. Scheinbar gar nicht passende, triste Wetter hilft nicht nur den Bäumen beim Wachsen, sondern hat an diesem Novembertag noch einen anderen großen Vorteil. Es sorgt dafür, dass viele Briefmarkenfreunde zur Auktion in die Cité Saint-Justin kommen. Briefmarken passen zum Justinuswerk, denn auch sie verbinden Völker und Mentalitäten. Die alljährliche Briefmarkenauktion, sämtliche Briefmarken wurden gespendet, ist eine wichtige finanzielle Stütze.
disponibel pour 90 francs. Zum ersten, zweiten und zum dritten Nummer 12. Mein Spezialgebiet, das ist Luftpost und die Schweiz generell. Und was ich mache, ist, wir das Material, das wir erhalten, aufarbeiten, sortieren, durchschauen, ob wir etwas Besonderes finden. Und wer mit diesem Kleinzeug nichts anfangen kann, für den gibt es einen Benefizflohmarkt. Wie die Briefmarken werden auch die Flohmarktartikel dem Justinuswerk überlassen. Freiwillige ordnen und präsentieren die Dinge. Genauso wichtig wie diese materielle Basis ist die spirituelle. Letztlich soll das Justinuswerk dem Frieden dienen. Und darum findet man im Vorraum der Kapelle Reliquien von zwei Friedenseremiten, vom Schweizer Landespatron, dem heiligen Bruder Klaus, und vom libanesischen Saint-Charbel. Organisiert hat die Reliquien der Libanese und Schweizer Nabi Yamin, der einst selbst vom Justinuswerk unterstützt wurde und dem die heutigen Studenten am Herzen liegen. Die Mehrheit sind betroffen vom Krieg, vom Trauma. Und wir haben gedacht, diese beiden Friedenseremiten sind da, um Friede, Versöhnung und Heilung zu schenken. Was die Menschen könnten nicht offerieren. Darum ist auch in der Friburger Cité Saint-Justin die Kapelle sehr wichtig. Heute ist Vorabend des Nikolausfestes. Der Bischof von Myra ist der Stadtheilige und entsprechend feierlich wird der Gottesdienst. Tu veilles, Seigneur, sur nos petites communautés. Tu les nourris de ta parole et de ton pain. Pour savourer cela, il nous faut sortir de nos intérieurs douillets, pour qu'ensemble, nous formions une vraie communauté. Nach dem Gottesdienst, nach einigem Warten, hört man jene Klänge, die den hohen Gast ankündigen. Einer der Höhepunkte des Jahres ist das, wenn der heilige Nikolaus die Botschaft vermittelt, vom Teilen und vom Mut zu bitten, eine Botschaft, deren ethischer Gehalt über die Grenze christlicher Religion hinaus auf offene Ohren stößt. Vous avez raison, vous êtes de grands saints, alors que moi, je ne suis qu'une toute petite sainte. Continuez ainsi, les amis. Wir setzen uns zum Ziel, durch den Einsatz aller Beteiligten beizutragen, dass das Reich Gottes schon auf dieser Welt verwirklicht wird, heißt es im Leitbild des Justinuswerks. Darum ist der frühchristliche Philosoph und Märtyrer Justinus der Patron des Werks. Mit seinem ganzen Leben, mit seiner ganzen Existenz ist dieser Akademiker der Antike für das Reich Gottes eingestanden. Mit ihm steht das Justinuswerk unter einem guten Stern. Der Auftrag, den der Gründer François Charrière dem Werk gab, ist und bleibt der präzise Wegweiser in die Zukunft. Wirtschaft, Kirche und Staat brauchen einheimische und volksverbundene Frauen und Männer, die durch gute Bildung befähigt sind, das Ruder in die Hand zu nehmen.